Und in der Gegenwart hat Francis oder Zack anscheinend Krebs. Und stirbt bald. So wie es aussieht. Und er hat einen Smash Brothers Einladungsbrief auf seinem Schreibtisch liegen. Ich bleib dabei. Das ist ein Smash Brothers Brief, den man da in der einen Szene kurz sehen kann. Dankeschön. I finally completed the first ritual. Now the plan will begin. The Red One's plan will begin. Zack, this case is going to be a labyrinth. I certainly didn't expect to run into a monster like this. Honestly, I'm not one for violence, but I'm not just going to stand here and die. What do you think? Should we read off her rights? Now, it's the Red One's turn. The Red One. And in the end, we'll be together. Together. Is it creepy us? I killed Lise. I did just as I was told. I killed her. So pure, adorable, and beautiful. I killed my own baby. Lise, you son of a bitch! Echt? What did you do to my daughter? Das war gerade echt so ein bisschen Übelkeit erregend für mich. Multikill! Die Pistole ist schon cool. Finde ich gut. Das sind VR, ja genau, dann ist es gleich vorbei für mich. Die sieht schon creepy aus, oder? Das geht nicht nur mir so. Das ist echt unheimliches Design. Zum Glück sterben die wie die Fliegen. Was machst du da? Ich hab Angst. Au, okay. Nanu, was passiert? Pissing me off. I'm invincible now. Holy red seeds protect me. So then why? What are you? No, it can't be. You came here to stop our plan? You can't stop us now. We already made our sacrifice. You don't know how much we sacrificed. How many tears of blood we cried. For the Red One's plan. We've come so far. The Red One gave me the honor of lighting the flame. I'm not gonna let you stop me here! Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er beim Schießen nicht mehr die ganze Zeit amazing, excellent, great sagt. Das war schon cool. Oh, jetzt ist sie geschlüpft. Sie sind verhaftet. Galena, is this your true form? Gosh, Hollywood would have been all over you. Although you probably would have been typecast as a gross monster.
The kind that heroes always kill. We're going to make a new world! And no one's going to stop us! Okay. Dann los. The flesh. Glaube ich schon tot. Das war gar nicht so schlimm. Ich kann auch ein bisschen schießen, witzigerweise. Warum nicht? Noch ein paar Zeitlücken treffen. Hey, Durchkopf, vielen Dank. Dankeschön. Unangewehrter Herr, dies ist für Sie. Bewerben Sie damit einige Kekse oder etwas Ähnliches. Werde ich machen. Hey, Yuzi, hi. Und so verpuffte sie. Warum wird mir denn gar nicht angezeigt, was ich da aufhebe? Ich würde das echt gern wissen. Na gut, das war's wohl im Großen und Ganzen hier. Ah, hier liegt noch ganz viel Zeugs. Von den ganzen besiegten Minions, aber das sind wahrscheinlich nur einzelne Patronen oder sowas. Aber es wird mir halt eben nichts angezeigt. Deswegen nehme ich es einfach mal mit. Okay. Na dann. Tschüss. Also das ist im Vergleich zum ersten Teil viel besser. Keine Quicktime-Events, nicht ewig lange Gänge voller gleicher Gegner überall. Aber dafür sagt er auch nicht mehr dauernd amazing. Und dann auch noch Bosskämpfe am Schluss. Voll super. Okay, aber gleichzeitig sitzt sie hier. Das stellt natürlich, wirft wieder Fragen auf. Was ist davon wieder echt und was nicht und wie, okay. Naja, mal schauen. Felix, dankeschön für die Bits. Juhu. Yes. Our new world. My Lise. My sweet little Dolly. Genau, Bullseye, hat er auch immer gesagt. Galena Clarkson? You are now under arrest on suspicion of the murder of Lise Clarkson and the illegal disposal of her corpse. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. I am the law! That's enough, Zack. She can't hear us anymore. Zack, pardon my language. But this case can go fuck itself. Okay. Was sagst du dazu, Kätzchen, ha? Huh? Ja, finde ich auch. V
wie viel Spielzeit hast du jetzt schon? Was denkst du, wie weit du bist im Spiel und willst du es durchspielen? I owe you one, Mr. York. I'm awful sorry you had to get all caught up in our town's dirty laundry. Jetzt pass auf, wenn wir davon ausgehen, dass ich die erste Stunde... Das geht leider nicht, liegt da so blöd am Boden. Wenn ich davon ausgehe, dass ich die erste Stunde Smash Brothers gespielt habe, dann haben wir um 13 Uhr wahrscheinlich ungefähr mit dem Spiel angefangen. 13 Uhr, das waren dann 7, 8, 9, 9 Stunden jetzt schon. Ja, kommt schon hin. Dann haben wir jetzt ungefähr 9 Stunden gespielt. Und da ich das Spiel ein bisschen ausführlich spielen will, also die ersten Informationen, die ich zum Umfang gefunden habe, wären so 20 Stunden plus, 20 bis 30 Stunden, je nachdem, wie man es spielt. Und da ich jetzt nicht durchrushen will, werden wir wahrscheinlich nicht fertig. Aber ich muss es sowieso, jetzt schaue ich mal nochmal kurz, wie lang es ist. Vielleicht gibt es mittlerweile schon auf How Long to Beat genauere Zahlen. Aber ich muss ja sowieso schauen, wie es mir geht vom Wachsein her und so weiter. Vielleicht brauche ich dann einfach mal irgendwie ein schnelleres Rennspiel oder irgendwas anderes einfach mal. Deswegen. Aber das spielen wir, wenn dann auf jeden Fall in den normalen Streams fertig. Deadly Premonition 2. Wir werden heute auf jeden Fall ein ordentliches Stück schaffen. Ja, ich finde immer noch die gleichen Informationen wie heute Morgen. 20 Stunden plus. Mal schauen. Dem Warp-Vorfall muss man abziehen. Das waren 20 Minuten. Dann bestimmt nochmal 10 Minuten Pause oder sowas. Genau. Nee, leider nicht, leider nicht. Der Soundtrack vom Originalspiel ist nicht mehr, gar kein einziger Track. Manche Songs vom Soundtrack, die jetzt neu dazugekommen sind, fand ich ganz cool, aber nicht mehr den, also, nee, ganz ein anderer Stil. I didn't expect you to catch the criminal this soon, though. You never fail to impress me. Come on, CLG, let's head back to the office. Mr. York and I both got a lot of cleanup work to take care of. Now I just gotta figure out what I'm gonna tell the Clarksons. That's my biggest problem. Melvin, this investigation has only just begun. It's only just begun. What? But we got the killer. Irgendwie sehen seine Klamotten erstens aus, als wären sie nass, und zweitens sieht aus, als hätte er irgendwie so ein Body an. Als hätte er quasi eine Hose, aber über die Hose dann so ein Body. Als wären sein Hemd und sein Schrittbereich ein Kleidungsstück. Und da hat er dann einen Gürtel drüber. Wie so ein Badeanzug, nur mit Ärmel oben. Oder? Ich finde schon. Ich finde auch, die ersten Teil Soundtracks, das sind halt so super Ohrwurm-Lieder, die aber auch super zur Stimmung gepasst haben. Das Spiel ist sehr anders als der erste. Das ganze Setting, Stimmung und alles. Ich meine, die Musik, die Charaktere und alle Themen, die auch so behandelt werden, sind auch eben sehr stark an das Setting angepasst. Wir waren halt quasi beim ersten in so einer... Ich kann das räumlich gar nicht verorten, aber wahrscheinlich eher so nordamerikanischen, Nähe Kanada, kanadaartigen Kleinstadt mit so Nadelbäumen und Wäldern und eher kaltem Klima. Und hier sind wir jetzt irgendwo im Süden, tropisches Klima, heiß, Sumpf, Voodoo, das ist alles ein bisschen anders. Aber auf seine Art trotzdem ähnlich cool auf jeden Fall. This case is much more complicated than it seems. You mean you're gonna keep searching the town? Im Stream, nee, im Stream werden wir nicht Satisfactory spielen. Das geht schon allein deswegen nicht, weil mein Stream-Laptop ist gleichzeitig mein... Also ich habe nur quasi ein Laptop mit echt guter Leistung. Der muss quasi streamen oder spielen. Und mein zweiter Rechner ist im Grunde nur zur Bearbeitung und zum Aufnehmen, wenn ich dann doch mal was spiele am Hauptrechner, am PC.
weil der hat nicht genug Power. Das geht nicht. Deswegen ist PC-Spiele-Stream immer ganz schwierig bei mir zurzeit. Of course. At the moment, I'm after a tall, stylish woman. Does that ring any bells? Stylish? You lost me. What's that got to do with anything? Zack and I saw her with our own eyes. We need to find her, I'm positive. You're probably talking about Professor R. Professor R? From the jazz bar? Yeah. I mean, she's the only person in town you could call stylish. Von der haben wir schon gehört, ne? Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. She's tall, too. But... What is it, Melvin? Well, out with it. Don't let your 10-year-old daughter upstage you here, Sheriff. You're looking for a stylish woman, right? Yes, we've established that. Then I think you're barking up the wrong tree with Professor R. She isn't exactly a normal woman, if you catch my drift. I hear you loud and clear. Melvin, you're careless in every sense of the word, but I believe you operate on the side of good in most cases. With that in mind, I'm disappointed to see that you carry some prejudice with you. Is she the type to forbid customers from entering her jazz bar due to the color of their skin? No, she ain't like that. Well then, case closed. Melvin, I think we should call it a day. I'm going to head back to my hotel and get some sleep. I also need to prepare a report to send back to the Bureau. Patty, thank you very much for assisting me in my investigation. I'll be counting on you again tomorrow. I just helped an FBI agent. Hi, willkommen zurück. Oh, and Melvin, one more thing. You needn't worry about what to tell the Clarksons. I'm sure they already know that Galena's been arrested. After all, this is Lucare. Okay. Ins Hotelzimmer. Wie spät ist es denn jetzt im Spiel eigentlich? Wie viel Zeit ist denn vergangen? Sehen wir hier drin nicht. Es ist immer noch 10 Uhr vormittags. Also theoretisch wäre noch Zeit. Im Polizeirevier waren wir auch noch gar nicht, oder? Könnten wir uns mal noch ein bisschen umschauen vielleicht. Wir kriegen gerade ganz schön viel Kohle. Für präzises Schießen vor allem. Das hört irgendwie gar nicht mehr auf. Wir kriegen die ganze Zeit 1,30 für... Oh, Doppel-K.O. 22. Nochmal Doppel-K.O. Das ist jetzt aus dem Bosskampf, die ganzen... Keine Ahnung, warum wir das jetzt kriegen. Komisch irgendwie, oder? Na cool, wir werden reich. Ich hab doch noch gesagt, uns geht das Geld aus. Ah, jetzt ist vorbei. Schade. Aber immerhin 800 irgendwas. Hey there, Mr. York. Hallo. Looking sharp as usual. What'll it be? Melvin, gibt's etwas, was ich über die Stadt wissen sollte? Was zum Beispiel... Zum Beispiel etwas, dass Sie als Sheriff mir Ermittlungsleiter mitteilen wollen. Gar nicht mehr. Naja, wie soll ich sagen? Sie scheinen ja schon ziemlich gut im Bilde zu sein. Und ich kann mir ja nicht einfach was aus den Fingern saugen, verstehen Sie? Na kommen Sie schon, irgendwas muss es doch noch zu sagen geben. Natürlich. Ich hab da was, das ist genau das Richtige für Sie. Dann schießen Sie mal los. Terroristen in Schwarz und Gelb versetzen die Stadt in Angst und Schrecken. Rette sich, wer kann, vor den Killerbienen. Es ist so, seit einiger Zeit haben wir hier ein Problem mit Killerbienen. Ich habe schon eine Belohnung auf die Bestien ausgesetzt. Aber wie soll ich sagen? Bisher hat sie noch keiner gefunden... Hat sich noch keiner gefunden, der es freiwillig mit den kleinen Monstern aufnehmen will. Und da kommen sie ins Spiel.
Wollen Sie ein richtiger Mann werden? Wenn Sie die Aufgabe erfüllt haben, gehört das Belohnungsgeld Ihnen. Na, was sagen Sie? Zack, in dieser Stadt kann man noch nicht mal mit Kreditkarte zahlen. Ein kleines Bargeldpolster wäre sicher nicht schlecht. Und außerdem, Bienen gehören mit zu den Tieren, die jährlich die meisten menschlichen Todesopfer zu verantworten haben. Sie stehen im Ranking ungefähr zwischen Quallen und Wasserbüffel. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Das ist ganz klar eine Angelegenheit für das FBI, Zack. Einverstanden, Melvin. Zack und ich werden uns um das Problem kümmern. Ehrlich? Damit tun sie uns allen hier einen Riesengefallen. Ich werde einen reichen Mann aus ihnen machen, Mr. Special Agent. 30 Killerbienen töten. Ist das seltsam, oder? Ist das komisch. Okay. Piu, 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 sage ich da nur. Ich find's echt gut, dass das Spiel diese Shooter-Passagen zurückgeschraubt hat. Da hat der erste, finde ich, nicht unbedingt davon profitiert, dass die teilweise zu häufig und zu lang waren. Und hier kann man sich jetzt auf die schönen Aspekte des Spiels konzentrieren. So, was haben wir denn eigentlich noch so für Nebenmissionen, ne? Reis kaufen, Killerbienen töten. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ich habe noch keine Killerbienen getroffen. Das Püppchen finden. Finden Sie die Puppe, nach der sie verzweifelt sucht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und der Reis. Ob wir den herkriegen, weiß ich auch nicht. Dann gehen wir jetzt wirklich zurück aufs Zimmer. Würde ich sagen. Ins Hotel. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what... Sorry. Was wegen den Bienen töten? Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das gehen soll. Ich erschieße dann 30 Bienenarbeiter wahrscheinlich. Und dadurch ist dann das Problem gelöst. Wahrscheinlich. Oder so. Wer weiß. Aber muss ich jetzt bis morgen schlafen oder was genau ist mein Missionsziel? Ach so, die Information auf den neuesten Stand bringen ist mein Missionsziel. Ich muss gar nicht schlafen. Den Modus wollen wir auch nicht aktivieren. Müssen wir zumindest nicht.
exakt 30, genau. Mit der Pistole wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich sie auch verprügeln. Kann auch sein. Nimm das, Biene. Falcon Punch! Ach so, warte mal. Mach ich ihn schon wieder, ey. Hier. Zack, let's go over our progress. Finde ich gut. Zwischenbilanz ist immer gut. We've got a complicated case on our hands this time. Okay. Especially as far as the Clarksons' relationships go. But in a way, it's also a simple one. Understanding them on a deeper level is the most efficient way to uncover the truth behind all this. That's the one thing I'm sure of. Zack, let's start with the people who were closest to the victim. Lise Clarkson, the victim, is the granddaughter of the current head of the Clarkson family. Her mother is Galina, an ex-actress, and Lise clearly inherited her beauty. Except for her eyes, that is. Lise's... Now, do you remember who Lise Clarkson's father is? Yeah, der unsympathische Kerl mit den langen Haaren. Ach, aber wie der hieß, weiß ich nicht mehr. Melvin Woods. Nee, es war, glaube ich, Danny. That's right. Lisa's father is Danny Clarkson. Aber da steht Daniel auf dem Foto. His real name is Daniel E. Clarkson. Ach so, na dann. He's from Florida and used to be the CEO of a talent agency. Danny struck the heart of Galina and successfully became a member of the esteemed Clarkson family. Despite being the son-in-law, he acts like he was born a Clarkson. But he's still just the son-in-law. Next comes what happened to Lise. According to Alexis, Lise said that the man was as tall as an oak tree. I believe that's the same 10-foot tall giant who made the fingerprints we found in the cold storage warehouse. Now, what did this man do to Lise prior to her murder? Nix verfolgt hatte sie, oder? Oh. Yes, that's it, Zack. The man as tall as an oak tree followed Lise around and watched her. Despite his towering stature, he must have been rather shy. Or perhaps he was merely biding his time and planned to kidnap her from the very start. If that's the case, there should have been some evidence left at the scene of the crime. Hmm. Zack, we're still missing some puzzle pieces. Speaking of the scene of the crime, I did some profiling in the plantation's control room. The truth it revealed to us was nauseating and horrific. But we need to touch upon it if we wish to proceed. Isn't that right, Zack? Who actually murdered Lise Clarkson? Hieß Zack? Nicht eigentlich Zack. Mit CK? Ich hätte jetzt auch mit CK gesagt. Warum wird es hier mit CH geschrieben? Weil ich dachte auch... Ah, Mist, jetzt habe ich auf die Frage nicht aufgepasst. Wer hat sie umgebracht eigentlich? Das war dann... Galina Clarkson. Genau. Yes, that's right. Okay. Lisa's own mother killed her. While she was dreaming about some bizarre new world. Aber es kann schon sein, dass es auch CH war. This is by far the vilest and ugliest crime we've ever seen. The fact that Galina set up her daughter's body at an altar makes this case even more complicated. Remember, not a single sacrificial human murder has ever been proven and documented in all of American history. Wirklich? Ist das wirklich so? Kein Menschenopfermordfall jemals bestätigt. Huh. The real world is far more complex than what we see in films and video games. And sacrificing a human life for something else is no easy task. In conclusion, Zack,
Through our investigation, we found one character who sticks out more than anyone else. You know exactly who I'm thinking about, don't you? We'll need to have a word with her in the near future. Who's the stylish woman we saw during the profiling? Professor R? Okay. Professor R. We haven't met her yet, but she's deeply intertwined with this case. Let's wait for the skeletal gentleman to guide us to her with an oracle. Well, Zach, what do you think? Isn't the Deep South something? The people here are just as warm as the weather, and the food is to die for. Might be nice to move down here after I retire. What, still too early to talk about that? You may be right. After all, this case has only just begun.